Hallo und herzlich willkommen zurück zu Zero Time Dilemma. Beim letzten Mal haben wir uns via Alien-Apparatur oder Teleporter in eine andere Geschichte mehr oder weniger und einen anderen Geschichtsstrang teleportiert und sind hier rausgekommen. Von dem Geschichtsstrang wissen wir eigentlich immer noch nichts. Kann man unter anderem daran sehen, dass wir keine Ahnung haben, was hier los ist oder was hier abgeht und generell keine Ahnung haben, was überhaupt abgeht. Und ja, ich würde sagen, wir fangen an. Gucken, ob sonst keiner guckt. Ich hoffe, dass der dieses Mal das mit dem japanischen Direktor übernommen hat. Beziehungsweise ich kann es ja gleich nochmal nachgucken. Options. Ja, doch hat er. Weil das hier muss ich jedes Mal wieder neu einstellen. Das ist echt ein bisschen nervig. Insbesondere weil der Sound, der standardmäßig eingestellt ist, echt einen guten Zacken lauter ist. Als das, was ich gerne hätte. So, was haben wir hier? Ja, gut, neuen Button, sagst du. Burp, burp. Ja, gut. Was haben wir hier? Aha, irgendeine Farbkombination, ja, okay. Haben wir auch keine Ahnung. Haben wir ja gerade erst angefangen. Kann ich die anderen so aufmachen? Ah. Ah, es geht in der Tat auf. I wonder what it is. Oh, eine Steckdose. Conversion Plug. Ah. Ja. Falls man zwei unterschiedliche Steckdosen hat. So ein Ding mussten wir immer mitschleppen, wenn wir nach Irland gereist sind. Weil die da andere Steckdosen haben, als wir hier in Deutschland haben. Natürlich nicht genau das Ding, weil das ist ja hier auch nicht, das ist wahrscheinlich irgendwie japanische Fassung davon. Was haben wir hier? Some kind of note. The power supply must be restarted to unlock the door. Okay, das ist ziemlich straightforward. Music Box. Das ist eine verdammt gute Frage. Runs on water. Okay. Das ist in der Tat merkwürdig alles. Gut, und die anderen zwei sind verschlossen. Ja gut, man könnte sagen, das war jetzt noch nicht so viel Hinweis. Was liegt denn hier? Hier liegt ein Hairdryer. Ja gut. Gut, der passt offensichtlich in das Ding rein. Komm, komm direkt mal. Ja. Können wir direkt mal kombinationieren hier. So, jetzt könnte ich ihn theoretisch sogar schon benutzen. Ja. Ey, den Dings habe ich noch gar nicht gesehen. Was soll denn das? Things is empty. Aha, irgendwas ist im Dingens hier. Oh. Okay, also wir müssen irgendwie Wasser kriegen. Ist schon gleich doppelt wichtig. Was ist denn hier noch? Ja. So muss ich jetzt wieder. Hallo? Okay. Exhaust zu finden. Ist Exhaust nicht erschöpfend? Naja. Oh. Okay.
Violet, White, Blue, Red. Und kann ich, also das ist ja wohl ganz offensichtlich für das Ding hier. Kann ich das von hier aus? Ja, kann ich in der Tat öffnen. Violet. Violet, White, glaube ich, ne? Violet, White. Blue, Red. Blue, Red. Check. Ka-ching! Kerl, das ist wirklich ziemlich straightforward, Rätsel gerade. Das ist ja angenehm, dass es auch mal so. Oh Gott, schon wieder so eine Münze. Das hatten wir ganz am Anfang, diese Münzen. Ja gut. Das Ding sieht irgendwie kaputt aus. Push the button, yes or no? Yes. Knöpfe sind da, um gedrückt zu werden. Nothing is responding. Ist ja gut, dass die Kamera irgendwie auf den Fußboden gezoomt hat. Alter, ohne Spaß, das ist Dirty Wasser, ja. Dirty Water sieht aus wie. Oder sieht höchst toxisch aus, ey. So als ob man da nicht wirklich mit in Kontakt kommen wollen würde. Und irgendwo muss ich auch auf jeden Fall das Licht anmachen können tun. Okay. Kann ich hier noch irgendwas machen? Außer. Ja, Water from somewhere else. Das Wasser. Ja, das dachte ich mir halt auch. Ja. It's too dark, ja, hä? Na, ist halt Bullshit, es ist halt nicht too dark, aber es ist halt wirklich nicht hell. Da liegt eine Fußmatte, warum auch immer. Hallo? Hallo? Was mein ich jetzt? Können wir mit der Münze den Dings aufmachen? Aha. On, off, reset. Aha. Kann ich reset drücken? Ach, bitte. Hole, it's shape of a sea. Ach so, oh nein, das ist eine Ladensee. Ich dachte, das wäre ein Knopf, der irgendwie. Ja. Wow, im Ernst? Lol. Ja gut. Okay, das heißt, jetzt ist mehr oder weniger Licht auf der anderen Seite, ja? Okay, aber wir können auch nichts machen, solange hier Kacki-Wasser ist. Verstehe. Können wir den Reset drücken? Okay, die Frage ist halt wirklich. Die Frage ist halt wirklich.
Alter, das ist aber auch wirklich. Jede Art von Sitzmöglichkeit wird hier irgendwie. Ist jedes Mal der gleiche Joke irgendwie. Irgendwas muss ich noch übersehen haben auf der Seite hier. Irgendwas muss man machen können. We need to do something about your water. Meinst du, jetzt kann ich den Remote drücken? Ja. Okay. Warum auch immer das jetzt funktioniert, das funktioniert. Ja, war aber noch irgendwas hier. Start. Was auch immer. Sieht aus wie ein Knopf. In Knöppekins. Gut. Da kommt Wasser raus. Ist ja schön. Ja, die Duschen funktionieren. Ja, sehr gut. Kann ich das hier aufmachen? Moment. Mach mal hier auf. Ah, da ist noch eine Note. Note on the wall, ja. Mhm. Fully submerge the power supply in water to restart. Fully submerge the power supply in water to restart. Aha. Das sind wirklich ziemlich straight Tipps momentan. Ich schätze mal, hier ist das Power-Ding dann. Ne. What the fuck? Irgendwas will mir da sagen, ja. Das ist dieses C-Teil, was wir da reinpacken müssen. Only we had the screwdriver. Hm. Nope, nope, oh nope, nope. Okay, also wir brauchen im Endeffekt einen Schraubenzieher irgendwie. Ah. Ja, dann ja, halt. Manchmal ist dieses Spiel aber auch wirklich einfach nur stumpf. No water is coming out. Okay. Dann gehen wir halt wieder hier hin. Yay. Wir haben Wasser. Crazy. Crazy. So, was ist denn jetzt hier eigentlich noch? Was ist denn hier jetzt der Dreck? Aha. Die VIP-Dusche. Sicherlich. Ja, sicher, El. So, aber. Ach so, jetzt müssen wir das. Ah, es sind so viele. Hä? Achso, ja, das Falsche gedrückt. Hä? Pouring water and it isn't enough to restart it. Du sollst auch den Knopf drücken. What the fuck, Alter? Warum? Hm. Warum konnte ich jetzt mit dem Wassereimer damit agieren, ey? Yay. Ein Schlüssel. Ein Schlüssel? Also Moment, für die Tür natürlich. Warum auch immer dann der Schlüssel halt niemals so. Aber gut. Funktioniert aus physikalischen Gründen funktioniert das niemals. Ach, jetzt muss ich das Licht ändern. Boah, das ist wirklich nervig. Ja. Mhm. Dankeschön. Was für eine Überraschung. Alter, die Rätsel hier sind schon wirklich ziemlich. Huh? I will come too. Eieieiei. Kann ich da jetzt wieder reingehen?
nur, weil es awkward ist. Jesus Christ. Okay, einer geht noch. Einmal geht noch. Okay, aber das scheint auch wieder nur hier. Scheint auch nur ein Joke zu sein. So. Jetzt müssen wir wieder hier swappen. Jesus Christ. Haben wir noch Wasser? Bitte haben wir noch Wasser. Kein Wasser mehr uns. Haben wir den Eimer irgendwie weggeschmissen oder so? Manchmal verstehe ich das halt auch nicht, ne? Hä? Und was haben die jetzt gesagt? Und ja, mach das doch. Oder, ja, muss ich jetzt ernsthaft hier anfangen, oder was? Das ist halt wieder. Ja, da. Oh, okay. Nächstes Mal. Ja, gut. Das ist jetzt überraschend. Was ist denn eigentlich? Was ist das hier eigentlich? It's a round piece. So. Ein rundes Teil. Oh, das ist echt wieder hilfreich, Spiel. Leck mir am Arsch. Aber warum haben wir denn den Wassereimer weggeschmissen? So viele unnütze Teile, die man hätte wegschmeißen können, aber der Wassereimer ist jetzt nicht unbedingt einer davon. Hey, es ist wieder Licht auf der anderen Seite. Das hier ist halt noch. So, Moment, vielleicht hilft das Fragezeichen. Ja, das 9 button must be pressed in just the right order if you wish to open the lock. Don't slip up now. Ja gut. Was haben die jetzt gesagt? Was ist das Problem? 9 buttons. Ja, irgendwas, was uns hilft. Aber was hat denn hier 9? Mir kommt das jetzt nicht so vor, als ob die Zahl 9 uns jetzt hier schon großartig häufig begegnet wäre. Okay, we don't really need this anymore. Ja, gut. Dann halt nicht. Können wir eventuell das Ding da reinpacken? Ach. Okay. Dass es nicht die richtige Size hat, das ist jetzt alles sehr, sehr verwunderlich. Kann er doch echt nicht, what the fuck? Warum haben wir den Knopf eigentlich noch? Das ist das nächste. Warum haben wir das Ding noch? Ja, drück halt. Und was soll denn passieren? Ja, dann geht das Ding wieder zu. Ja, herzlichen Glückwunsch. Moment, kann ich denn jetzt hier wieder Wasser einfüllen lassen? Dann jetzt hier nicht alles volllaufen, theoretisch? Ich sag euch, hinter dem Schrank, der noch zu ist, ist irgendwie ein Schraubenschlüssel oder so. See that coming. Aber ich weiß halt nicht, wie das aufgeht. Ich bin wieder irgendwas hart am Übersehen, schätze ich mal.